Nein. Herzlich willkommen zurück zu Ghost Exile. Wir gehen heute ins Diner, wie Jasmin schon richtig erwähnt hat. Weil. Weil es hier spuken soll, Jasmin. Und wir wurden nun mal gerufen, um den Fall zu lösen, ja? Und dann noch fortgeschritten. Aha. Naja, das Diner kann ohne unsere Ergebnisse, ohne einen vernünftigen Exorzismus nicht wieder öffnen. Die mussten vorübergehend schließen und die ganzen Trucker müssen jetzt nicht 200 Meilen, sondern 1400 Meilen mit dem LKW fahren bis zum nächsten Kaffee. Und das können wir nicht tolerieren. Wir supporten Kaffee. So, und deswegen müssen wir jetzt das Diner säubern. Wo ist denn der Strom? Ja, erstmal brauchen wir die Fuse. Ich habe eben richtig lustiges Reel gesehen. Da hat so ein Typ seinen besten Kumpel in so eine Talkshow eingeladen und hat sich dann geoutet als schwul, ne? Und der Typ war davon so inspiriert und ermutigt, dass er sich dann auch geoutet hat. Und dann war er vorher erleichtert, so, oh, 2 von 2, dass du dich geoutet hast, hat es mir jetzt so leicht gemacht und so weiter, ne? Und dann sagt der andere Typ, als er dazu befragt wurde, er ist gar nicht schwul, ich habe den Ausweis, er ist gar nicht schwul. Er hat das nur gesagt, weil er wusste, dass sein Kumpel schwul war und ihm ist das, er findet es total toll, dass er sich jetzt outen konnte und damit quasi frei ist. Und sein bester Freund, der war mega enttäuscht. Der war so ans offene Messer geliefert. Das fand ich irgendwie, es war mies, aber lustig. Aber jetzt braucht er sich zumindest nicht mehr verstecken, ne? So, ich habe auch die Fuse. Achso, gut. Ich habe nämlich gerade gesucht. Ja. Jetzt verrate ich dir noch den Namen des Geistes. Und zwar ist der Name Olivia Thomas. Ich habe... Okay. Huntet er? Nö. Fragezeichen? Was war das? Weiß ich nicht, war das die Schranktür? Nein, hier meine Tür. Ach, die Küchentür. Du oder was? Nö. Alter. Hast du Fachkompetenz und dass deine Meinung was wert ist? Deine Aussagen? Immer. Oh, ich habe sogar hier für den Safe, wo nichts drin ist, aber ich mache ihn trotzdem auf. Oh, die Panzerknackerbande wäre so stolz auf mich, wenn ich da Mitglied wäre. Mitglied? Ich hoffe, Dagobert Duck hat demnächst auch mal einen Geist. So, ich denk. Das Feuerzeug. Ja, ich habe auch schon eins. Denk dran, das geht hier hinten noch weiter, ne? Kannst du mit. Oh, kannst du mit mir reden? Bist du hier? Ich habe hier eine Scherbe, aber ich lasse die mal noch liegen, ne? Oh, danke. Danke? Mir Licht angemacht. Oh, das aber zuvorkommt. Wir sollten hier ein Denkmal bauen. Bist du hier? Kannst du mit mir reden? Kannst du mit mir sprechen? Wie alt bist du? Wo bist du? Dankeschön für das Zeichen. Welches Zeichen? Wie ist Zeichen? Hier rum. Kannst du mir antworten? Er heult hier. Nee, irgendwo. Wo ist das Geräusch? Er, sie? Sie. Oh, der ist bestimmt hier im Raum. Sie. Sie. Aber er macht hier. Kannst du mit mir reden? Oh, oh. Wo heult sie denn? Dann gehe ich da hier mal hin. Okay, es ist nur EMF4. Kannst du mit mir? Wieso kommt sie zu mir? Du stehst direkt vor ihr. Warum kommt sie ich zu mir? Ich hatte mein Kreuz rausgeholt eben. Puh, aber war nur EMF4. Also bei der Aura, die ich scheinbar ausstrahle, hier über die ganzen Was Folgen ist das? Hinweg, ne? Was ist das? Aura? Komm mal her. Achso, hier, Toilette. Was ist das? Da habe ich hier den Ausweis drin gefunden. Knicklicht oder so. Das kann man. Sie kommt wieder! Ja. Ah, was ist denn das? Ich hab kein Kreuz. Ich hol mir jetzt ein Kreuz. Was ist denn das? Leck mich am Arsch. Ist mir egal. Ein Spülkasten, der auf dem Boden liegt. Nee, das kannst du nehmen.
Nee, da konntest du einen Deckel aufmachen. Darunter war der Ausweis versteckt. So. Ja, ich aber anscheinend ist das ja hier ihr Raum, ne? Ja, so. Es scheint so. Aber was, also ich würde nie im Leben, niemals, never, ever auf echte Geisterjagd gehen. Also wenn die Ghostbusters ankommen, ja, und sagen, hier hast du einen Protonstrahler, komm mit auf die Jagd, das ist ein Riesenspaß, ich würde passen. Bist du hier? Ist das dein Lieblingsraum? Hast du uns erschreckt gerade? Findest du das lustig? Ich strahle ja irgendwas aus. Oh, bist du? Bist du immer noch hier? Aha. Ich strahle ja irgendwas aus, dass die immer auf mich fixiert sind. Ist das dein Lieblingsraum? Hast du uns erschreckt gerade? Findest du das lustig? Aber hier oder der Vorraum? Weit reicht denn die Schranke hier, die Laser? Nee, die war ja hier drinne. Die hat ja hier geheult, oder er. Das war eine Er-Stimme. Ja, na gut, na gut, na gut. Also. Das war ja... Ja, bitte? Der geknatscht. Durch den ganzen Feuchtsparen da drin ist ja alles porös geworden. Wieso ist das hier hinten so dunkel? Ist hier keine Lampe? Oh, die Lampe ist kaputt oder was? Das ist ja auch lustig mit dem... Okay, ich guck mal trotzdem noch mal wegen Dunst und so hier ein bisschen die Bude durch, ne? Dunst oder Orbs. Hier ist auch überall wieder Licht aus. Ja? Naja, also in der Küche zumindest. Aber wie die angekrochen kam und wieder zurückgekrochen ist. Also was war ihr Auftrag? Magenschmerzen? Dass sie nicht mehr laufen konnte vielleicht? Deswegen hat sie bestimmt auch geweint. Bestimmte Magenschleimhautentzündung. Er hat geweint, nicht sie. Sie, Olivia. Ja, es war ein Mann, der hat... Ja, die war starke Raucherin. Die hat immer Zigarren gequarzt. War das ein Fünfer? Es sah aus wie nee, fünf. Nee, es war eigentlich nur vier. Okay. Es kam mir vor wie ein Fünfer. Muss ich gleich nochmal gucken. Wo kann ich denn hier die Kamera platzieren? Wir müssen uns mal so ein Stativ kaufen. Vielleicht hier auf der Schüssel? Alter, wo geht die ab hier? Ja, das geht schon. Also ich habe bis dato keine Gefriertemperaturen. Im Gegenteil, also es ist mollig warm hier drin. Wir können ein T-Shirt rumlaufen. Mhm. Du wirst keinen Schnuppen davon tragen. Was ist das hier überhaupt? Wo hat die denn das Licht jetzt hier ausgemacht? Wo ist denn hier der Lichtschalter? Da, 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 da. Hier. Wieso hat das eben geleuchtet hier? Ah, schade, dass man die Jukebox nicht anmachen kann. Das wäre cool. Und schön Blues hier reinbringen. Steige aus meinem Bett auf, dreh den Swag auf und sag what up. What up. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube eher, das ist der Vorraum hier. Obwohl, hier ist noch wärmer als da drinne. Ich leg mal das Thermometer hier auf den Tisch. Wir sind uns ja einig, dass das hier in der Ecke ist. Ich hole noch mal ein bisschen Sachen rein. Vielleicht auch die Geisterbox noch mal. Bewegungssensor wäre natürlich sehr sexy. Das Buch brauchen wir sowieso und die Box. Kannst du mit mir reden?
Antworte mir. Rede mit mir. Bist du auf dem Pott? Alter, der Letzte, der hier kacken war, hat aber so die Schüsse gesprengt. Die Brille ist kaputt, die hängt nicht mal mehr richtig in den Angeln drinne. Alle. Licht ist schon wieder aus hier. Hier ist nicht mal ein Klo, hier ist nicht mal ein Abflussrohr. Aber keine Hände. Soll es eine Umziehkabine sein oder was? Neben F3. Oh Gott. Auch nur ich. Okay. Wo bist du? Da nicht. Alter. Kannst du mit mir reden? Nee, jetzt ist es wieder weg. Also ist das hier irgendwo. Hast du hier eigentlich das Reacher-Brett gesehen schon? Nee. Hier ist nichts. Schreib ins Buch. Olivia, ich befehle dir. Oder ich befehle dir. Ich sage dir, schreib ins Buch. Befehle dir gibt's doch gar nicht. Nee, aber irgendwie sage ich das immer. Ich weiß nicht. Immer wenn ich sagen will, Befehle, dann kommt so ein Kurzschluss meiner Synapsen, wo meine kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt werden und dann kommt Befehle raus. Mhm. Ja. Ja. Wo haben wir denn hier einen Lichtschalter oder gibt's hier kein Licht? Doch, hier ist auch eine Lampe. Also irgendwie habe ich jetzt hier nichts mehr. Irgendwie, ich... Ach, hier. Hey, die geht macht hier ständig Licht aus. Bei dir? Ja, hier, den Raum. Okay, ich will mal schauen, ob ich das Reacher-Brett finde. Dann würde ich nochmal nach dem Raum fragen, einfach. Alter. In ihrem Schlafzimmer ist sie nicht. Also ist das Reacher-Brett nicht. Da hat sie es nicht gelassen. Vielleicht hier im Konferenzraum? Also wenn ich so einen Satanistenkram hier machen würde, dann im Konferenzraum. Mit allen Angestellten. Erstmal so Dämonen heraufbeschwören. Kontakt aufnehmen. Hier ist auch nichts. Jetzt hat's ja ganz ausgemacht. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, bei mir ist Licht aus. Oh Gott, Jasmin! Bist du was gegen dein Mikro gekommen? Hä? Was hast du gemacht eben? Keine Ahnung. Alter, das hat mich ja richtig erschrocken, dein Geräusch. Aber kannst du den Stromkasten wieder anmachen? Ja, ich bin am Ende. Aber ich kann gleich hingehen. Ich komme jetzt zurück. Puh, ein Glück bin ich nicht schreckhaft, sonst könnte ich solche Spiele nicht spielen. So, habe ich. Okay. Ich hab hier. Hast du auch gerade ein Geräusch gehört? Nein, was denn? Nee, alles gut. Das ist wieder, weil ich wieder der Idiot bin, der draufgehen soll. Hey, ich bin die ganze Zeit drinne hier, kommt nix. Nee, aber die hat schon wieder einen Focus on mich. On mich. On mich. An meiner schnuckligen Wenigkeit hat sie wieder einen Fokus drauf. Ich bin viel zu süß zum Sterben. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier überhaupt ein Reacher-Brett gibt. In der Regale vielleicht? In der Küche? Da wäre halt nochmal eine Möglichkeit. Nee. Da im Schrank? So, jetzt bin ich ja da. Dim. Das ist ja unglaublich. Wo ist sie denn? So groß ist das doch hier nicht. Hinten ist noch die Psychiatrie mit dran, ne? Ja, aber sie war ja hier die ganze Zeit. Ich kann auch das Reacher-Brett nicht finden. Hä, wo bin ich denn? Da.
Oh, ich muss erst mal was trinken. Oh, der Zitronentee ist so geil. Was ist das? Zitrone, Honig oder sowas? Nein, italienische Lemon. Ah ja, genau. Der schmeckt mega lecker. Der Cappuccino, den du mir gemacht hast, ist auch exquisit. Das ist schön. Nice. Ja. Real Talk jetzt. Nice, nice. Ermundet mir wirklich. Ermundet mir wirklich. Ich habe keine Ahnung, was ich noch. Was soll ich denn noch mit reinnehmen, ey? Ja, ich glaube, das wird denn nicht. Also, es wird nicht ihr Lieblingsraum sein. Aber ich denke, da, wo die drin sind. Alter, Jasmin. Oh, dein EMF ist vor mir rumgeflogen eben. Mein Gott. Alter. Mein Gott. Oh, Gottes Penis. Oh, alles wird gut. Solange die Eiche wild ist. Meine Güte. Boah, Junge. Da hat mich jetzt aber abgeholt, du. Ich kann dieses. Also, wenn wir das Reacher-Brett hätten. Was war denn das? Ich habe versucht, meinen Rücken am Stuhl zu kratzen, aber es funktioniert nicht. Kannst du vorbeikommen? Nö. Schade. Wo bist du? Im Schrank. Ich habe Dienst. Hier ist das Reacher-Brett. Hä? So blind, Alter. Nein. Wie heißt sie nochmal? Olivia Thomas. Olivia, wo bist du? In welchem Raum bist du? Wo bist du? Ich versuche dann immer sehr deutlich zu reden. Service Room? Also vorne? Ja. Service Area. Warte, ich nehm das mal mit. Wo bist du, Olivia? Ja, leck mich doch. In der Küche. Oh. Geh mal weg. Das ist abgeschlossen. Weil? Olivia, ist alles okay? Sie handelt nicht. Möchtest du drüber reden? Wieso war da zu? Weiß ich nicht. Sie handelt doch nicht. Olivia, wo bist du? Ist alles in Ordnung? Möchtest du über deine Gefühle sprechen? Olivia? Hast du irgendwas Säuerliches gegessen, was sich mit der Magenschleimhautentzündung nicht verträgt? Olivia, wo bist du? Wo bist du? Okay, eben war sie in der Küche. Ich will nochmal. Aber wieso war das zugeschlossen? Oh, cool, wir haben eine Quest. Hä, das war vorhin schon. Oh, aber cool. Warum waren da zugeschlossen? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Und rot war es auch. Mhm. Red Light Party. Ist die vielleicht im Servicebereich 1? Also direkt im Eingangsbereich? Keine Ahnung. Oh, meine Sinity sind aber weit runter. Und meine? Deine bei 52, meine bei 40. Ja, das sieht ja gut aus. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir haben noch nicht einen Beweis. Nee. Haben wir Pillen mit? Ja, schlauerweise eine. Das ist gut, das reicht für mich. Hm. Ich versuch's mal mit Servicebereich 1. Hier vorne waren wir am wenigsten Olivia, aktiv. Olivia, wo bist du denn? Was ist dir geschehen? Wie bist du gestorben? Welche Schandtaten sind dir widerfahren? Gib uns ein Zeichen, Olivia. Wo bist du? Sie hat ins Buch gemalt. Und kann ich das, brauche ich das eigentlich gar nicht mitnehmen, ne? Hatten wir sonst noch was im Badezimmer? Badezimmer auf Toilette? Ja. Wo bist du? Olivia. Gib mir ein Zeichen. Aber dann hat sie doch im Badezimmer ins Buch gemalt. Aufs Buch gemacht.
Sie hat auf Toilette aufs Buch gemacht. Antwortgeisterbuch. Okay, aber da können wir ein Foto von machen. Immerhin ein paar Dollars, ne? Aber dann wird es ja der Infrarot-Laserstrahl nicht sein. Den können wir ja eigentlich schon voll ausschließen. Stoppe den Geist mit einem Kruzifix. Eine Jagd im Haus überleben. Null Verstand, okay. Den haben wir auch so. Ja, ich habe keinen Verstand. Verstand ist was für Dummköpfe. Wenn sie hier ins Buch geschrieben hat, dann müssten wir doch hier auch die Beweise finden. Olivia. Ich habe mich vor der Kamera erschrocken. Wo bist du? Olivia, kannst du mit mir sprechen? Wo bist du? Vielleicht. Olivia? Wo bist du? Kannst du mit mir sprechen? Hallo? Nö. Ist ja kein Bock. Warum war das hier in der Küche rot? War ich das jetzt, oder? Hier ist IMF, aber nicht 5. Hier steht sie. Guten Tag! Hallo, oh, Olivia! Warte, ich hole sie für ein Interview. Sie Frau guckt Thomas. So um eine Ecke. Hallo! Frau Thomas? Hier, guck, sie versteckt sich. Guck. Hallo! Frau Thomas, nur ein paar kleine Fragen. Nur ein paar. Jetzt ist sie weg. Frau Thomas? Können Sie mir noch antworten? Antworten Sie mir. Jetzt ist sie hier hinten. Olivia, kannst du mit mir reden? Antworte mir. Wie bist du gestorben? Olivia, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Kannst du mit mir sprechen? Kannst du mit mir sprechen? Dein Maul. Halt dein Maul. Aber jetzt war doch da hinten der Bewegungssensor. War jetzt eben. Just in time? Nee, eben, wo wir da in dem Raum waren. Kannst du mit mir reden? Olivia, bist du hier drinne? Bewegungsmelder, ja, Tatsache. Ich würde sagen, das zählt. Wo bist du? Dankeschön für deine Zeichen. Wo ist denn Geisternotiz? Olivia, bist du hier drinne? So, bis jetzt wäre es ein Obake. Bei dem Obake. Dankeschön für deine Zeichen. Hätten wir noch Fingerabdrücke. Hast du die UV-Lampe mit? Ja, ich hab. Hier, willst du haben? Ja, klar, gern. Ich hab schon immer geguckt, wenn sie was angekrabbelt hat, aber ich hab nichts gesehen, so wie Lichtschalter und so, weißt. Aber das sah ja geil aus, wie sie da gerade stand und dann um die Ecke weg war. Ja. Aber ich hätte noch ein Foto von ihr machen sollen. Ein Foto. Oh, die ist ganz oben, die Linie. Sie huntet. Ja, ist okay. Dein Sanity ist bei 44. Ja, ich habe ein Kreuz. Ich muss raus. Mein. Oh Gott! Alter, leck mich am Arsch. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Das kam jetzt so. Ist ein Kreuzschrott, ja. Ja, das kam so unerwartet. Ich dachte, gut, die Jagd ist vorbei, weißt du? Jetzt kommt wieder so eine Ruhephase. Auf einmal, zack, Herzinfarkt. Dreimal gestorben, wiederbelebt, ey. Boah. Lecko mio. Der Schwede. Dann kannst du ja nur die Fingerabdrücke jetzt sein, oder? Oder was haben wir. Hast du die Box mit reingenommen eigentlich? Ja, aber die Box da hat sie bisher nicht drauf geantwortet. Es kann ja auch ein neuer Geist sein, ne? Also Fingerabdrücke würde ich mich jetzt nicht drauf fokussen. Möchtest du die UV-Lampe wieder haben? Weil? Ich weiß nicht, du hast noch ein aktives Kruzifix. Und? Lass die Pillen noch nehmen. Ja, los, schmeiß doch mal weg.
Das ist sehr nett, dass ich die Pillen nehmen darf und ohne Schutz den Raum betreten. Ja, was willst du denn sonst machen? Bei einem Geist, der mich tot sehen will. Eindeutig mich. Was willst du denn sonst machen? Nee. Jetzt ist die Linie unten, das ist gut. Wir könnten einen Priester anrufen. Wie heißt der Typ nochmal von Insidious? Keine Ahnung. Olivia! Warte mal, ich nehme mal erstmal... Hat die den Strom ganz ausgemacht? Wo war der Stromkasten nochmal? Geradeaus durch. Geradeaus? Nächste Tür links. Links an der Wand. Ach, da. Hm. Hier, wo sie sich auch versteckt hatte. Ja, wo sie gespannert hat. Es ist schade, dass die Map nicht direkt neben dem Fernseher ist. Aber hier. Also würde ich das Zelt einrichten, der hier wäre hier. Und der hier wäre genau hier neben. Dann habe ich alles auf einen Blick. So, wir haben jetzt jedes Teammitglied überlebt eine Jagd in dem Haus, stoppt den Geist mit einem Kruzifix und bezeuge ein paranormales Phänomen. Also die drei Quests haben wir erreicht. Jetzt müssen wir nur noch null Verstand erreichen. Mhm. Ja, irgendwie will ich jetzt hier den letzten Beweis haben. Olivia, kannst du mal was anfassen? Kannst du was berühren? Jasmin zum Beispiel. Oder die Tür aufmachen? Olivia, wo bist du denn? Keine Ahnung, wie es ist, ey. Hallo, ist hier jemand? Oh, ja, moinsen. Sie kommt genau auf mich zu, aber mein Kreuz ist verbrannt. Nice. Ja, ich konnte nichts sehen. Jo, ich... Ich hab dir die Tür aufgemacht. Toll, jetzt können wir... Naja, du kannst ja Pillen nehmen, ne? Du solltest sie doch nehmen. Aber eigentlich kann ich doch nochmal mein Kreuz nehmen, wenn sie nur die eine Hälfte verbrannt hat? Nee. Geht, nee? Nee, einmal verbrannt gleich hinüber. Aber du könntest beide Kreuze nehmen und wenn du die... Ja, zeig mal, wie du das meinst. Ich weiß nicht, wie du das meinst. Wenn du die verbrannten Seiten aneinander hältst, hast du ja theoretisch wieder ein Kreuz. Mhm. Scheiße, ey, wie mache ich denn das? Ja. Ja, ein Beweis. Olivia? Oh Gott. Olivia, Frau Thomas. Thomas. Oh oh. Kamera flackert. Ja, die stand direkt hier hinter der Tür. Das war absolut die Falle. Hm. Die stand hier gleich hinter der Wand. Hm. So, das soll ein Fenster sein. Die stand am Fenster. Hat man nicht gesehen, weil es von außen verbrettert ist. Bretterbude. Also zugenagelt, zugebrettert. Ach, hier. Ja, ja. Ich hab Angst. Ich wollte gerade sagen, Alter, du hast ja Eier. Olivia? Frau Thomas? Warte, geh noch mal rein. Ich will ein Foto machen davon, wie mutig du bist. Nee, da war ein Geräusch. Da gehe ich nicht rein. Hm. Olivia? Thomas? Auf jeden Fall müssen wir Sanity-Pillen holen. Ja, aber dafür brauche ich erstmal Geld, weil ich in letzter Zeit ein bisschen auf Hops genommen wurde. Oder Hops gegangen bin, das kannst du dir aussuchen. Olivia, wo bist du? Kannst du mir ein Zeichen geben? Wo bist du? Rede mit mir. Gib mir ein Zeichen. Okay, ein Zeichen hat sie mir gegeben. Das Problem ist ja, dass die auch so gut wie nichts angrabbelt, ne? Jo. Wo bist du?
Es könnten halt tatsächlich die Fingerabdrücke sein oder ein neuer Geist. Ich hab nichts gesehen, wenn sie war. Auch Lichtschalter oder so. Nichts gesehen, wenn du das Licht ausgemacht hast. Nee, hier auch nicht. Ein Obake erscheint häufig als nebliger Dunst, kann aber, wenn nötig, eine menschliche Gestalt annehmen. Dieser Geistertyp kann oft das ganze Haus kontrollieren. Aber Dunst haben wir ja auch nicht, ne? Nee. Aber Dunst gehört auch nicht zu seinen Beweisen. Hast du das nicht gerade vorgelesen? Ja, nee, also die Erscheinung, es muss nicht ganz klar sein. Ja, aber die ist ja klar, die Olle. Ja, kann sie sogar. Was? Hä? Komisch war das halt in der Küche, ne? Dass da zu war und auch rot. Ja. Das war schon merkwürdig. Aber das habe ich schon mal gesehen. Ja? Hm? Ehrlich? Ja, weiß ich nicht. Was wollen wir denn jetzt machen? Ja, ich habe jetzt einmal IMF5 ausprobiert hier in dem Suchbuch, weil ich ja dachte, dein IMF-Reader hätte einmal 5 Leuchten gehabt. Nee, hat er nicht. Nee, das hat er tatsächlich nicht. Sag ich doch. Ich mach noch einmal den Laserprojektor. Vielleicht ist es mir auch nur entgangen. Nee. Also dann würde ich mit den Spuren von Ektoplasma gehen. Den Obake nehmen, aber ich würde kein Exorzismus durchführen. Aber also, wir haben ja nur das die Box nur, ne? Nee, nicht Antwort, Geisterbox, Notiz. Ja, das Notizbuch und der Infrarot-Bewegungsmelder. Ja, aber war der rot auch? Nee, aber er ist angegangen immer wieder. Also ich dachte, das zählt nur, wenn der rot wird. Das weiß ich nicht. Nun, Exorzismus wird sich nicht lohnen. Also dann kann ich mir nicht mal mehr ein Buch kaufen. Das wird nix. Wir haben ja nicht mal den richtigen Geist. Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Hast du jetzt den Obake gemacht oder ich was? Ich habe jetzt den Obake eingetragen erstmal. Stimmt falsch. Wollen wir es riskieren? Ja, es dauert sonst wieder zu lange hier. Was hat denn da gerade geflackert? Das findest du nie heraus. Ach, merke ich schon. Es war ein Piru. Das war ich doch falsch. Ein Piru? Hä? Spuren von Eck, bla bla bla. Ja, da sind die Geisterorbs. Ja, aber ich habe keinen. Ja, wir haben aber keine Geisterorbs gesehen. Ja, haben wir die Kamera falsch gehabt. Und, sag ich doch, dass der Dings nur zählt, wenn der rot ist. Ja, dann scheint der Bewegungsmelder wirklich nur zu zählen, wenn er rot ist. Denn, hab ich doch gerade gesagt. Denn leider nicht, wenn er grün ist. Ach nee. Ja, ich habe jetzt nach dem Ausschlussverfahren habe ich mir das überlegt, die Aussage. Wie bist du drauf gekommen? Warte, ich auch nicht. Okay, das war eine weitere Runde Ghost Exile. Leider eine Enttäuschung in der Ermittlung, aber nächstes Mal wird es besser. Nur wir können leider momentan unser Zeug nicht verlieren. So, ob das nächste Mal wieder mit Exorzismus stattfinden wird, das erfahrt ihr nur, wenn ihr einschaltet. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.